Andreas Schabmann, Sie sind zuständig für Wohnbaufinanzierung bei der Dornbirner Sparkasse in der Abteilung Wohnquadrat. Wie schaut es denn bei Ihnen aus, wenn Menschen Wohnraum sich schaffen möchten? Ist es hier leicht für Sie, an Geld zu kommen momentan? Es ist hier sehr wichtig, dass man eine genaue Planung macht. Was möchte man finanzieren? Auf was ist sehr wichtig? Auf was kann man verzichten oder erst später machen? Dann ist auch ganz wichtig, dass man mit uns eine genaue Finanzierungsplanung macht und die Kostenplanung. Und derzeit sind die Zinsen sehr nieder im Euro-Bereich und die Inflation auch sehr nieder. Also jetzt ist es sicherlich günstig, Kredit zu bekommen, zu günstigen Zinsen. Sie sind auch bereitwillig, diese Kredite zu geben? Wir sind bereit, natürlich die Kredite zu vergeben. Die Kunden sollten sich aber nicht verführen lassen aufgrund vom niedrigen Zinsniveau. Haben sich aufgrund der gegenwärtigen finanziellen Situation, Wirtschaftskrise und so weiter, hier die Kriterien verändert, was die Bonität des Kunden anbelangt? Von den Eigenmitteln her wünschen wir uns natürlich, dass der Kunde Eigenmittel mitbringt, dass wenigstens die ganzen Gebühren, wo betreffend des Kaufes anstellen und die Einrichtungskosten gedeckt sind. Und wir haben natürlich mit der Förderung, der Landeswohnbauförderung, ein sehr günstiges Darlehen vom Land, und mit unseren Darlehen und der Bausparkasse können wir sehr gute Raten darstellen, wo für den Kunden machbar ist. Und er hat auch die Möglichkeit, sich jetzt im niedrigen Zinsniveau eine Zinsobergrenze einzukaufen. Das bedeutet, er hat eine Zinsdeckelung nach oben, dass es nicht teurer wird auf die nächsten 10 Jahre wie 5%, und nützt jetzt natürlich das niedrige Zinsniveau. Wenn man etwas plakativ fragt, wer kann einen Kredit bekommen? Grundsätzlich jeder, der natürlich jetzt ein fixes Einkommen hat. Wir sagen, die Rückzahlungsrate, also die fiktive Rate von 6%, sollte als Obergrenze, als Schmerzgrenze maximal 50% vom Einkommen sein. Höher sollte es auf gar keinen Fall sein, weil man muss ja daneben noch leben können. Wenn jemand eine Immobilie besitzt, dann ist das für Sie ein gutes Kriterium, dass der auch kreditwürdig ist, sozusagen aufgrund der gegenwärtigen Immobilienpreise. Natürlich, der Kunde hat schon etwas investiert, hat ein Vermögen aufgebaut. Es kommt auch ganz darauf an, wie viel von den Finanzierungsvolumen er schon zurückbezahlt hat. Und speziell bei jenen Kunden, wo jetzt aufgrund des Arbeitsplatzes in Schwierigkeiten kommen sollten, haben sie mit der Dornbirner Sparkasse natürlich einen sehr guten Partner, wo in dieser Zeit sehr gut helfen kann, wie Ratenstunden aussetzen. Wir haben die Aktion eben für die Arbeitslosigkeit bis zu einem Jahr die Kontoführung nicht zu verrechnen. Wie kann sich die Dornbirner Sparkasse dies leisten, wodurch auch immer wieder von Banken in der Krise gesprochen wird? Wir haben die letzten Jahre sehr gut gearbeitet, haben natürlich eine sehr hohe Eigenmittelquote, und wir haben ja früher nicht das Geld hinausgeworfen, nur auf Risiko.